Das Gericht für Strafsachen Wien sind auch noch die Archive, das heißt die Akten über abgehandelte Gerichtsverfahren oder verurteilt oder nicht oder Prozess. Jetzt, was ist die Angelegenheit mit Brunner Alois, der Vertreter Adolf Eichmanns? Ich war ein paar Mal bei Dr. Walter, als er noch Präsident war, mit dort. Ich war bei Außenminister Mock. Ich war bei Kanzler Kreiske, Wrenitzki. Ein paar Jahre. Bin gut beziehen mit denen. Jedes Mal spricht man über Brunner Alois. Er soll noch in Syrien, in Damaskus sein. Obwohl er 1912 dort in Burgenland geboren ist, aber er war der Vertreter Eichmanns. Sie meinen Alois Brunner? Ja. Ich habe das jetzt schlecht verstanden. Ja. Alois Brunner, ja, Hauptstadtführer, Stellvertreter Eichmanns in Wien, hat die Wiener Juden deportiert, die tschechische Juden, Ungarn, Griechenland, Frankreich. Die Staatspolizei hat noch die Aufgabe, zu versuchen, das Innenministerium Auslieferungsvertrag irgendwo. Das soll noch die Aufgabe der Staatspolizei sein, die lebenden Zeugen, die ich mich noch mit denen heute treffen, die 45 überlebt haben, die waren Mischlinge und so weiter, die haben Brunner Alois gut gekannt, die haben Schläge bekommen, deportiert und so weiter. Vielleicht geht es noch, dass man noch die letzten Zeugen durch die Staatspolizei verheert, um es dem Landesgericht neu einen Akt zu geben, damit er eine offizielle Auslieferung noch einmal macht. Wie weit kann die Staatspolizei sich einschalten in der Angelegenheit von Brunner Alois? Das ist doch der letzte Nazi-Verbrecher. Die Sachen sind alle bei der Justiz anhängig. Sicher sind doch Akte. Seit 1945 für die Staatspolizei hat er Akte gegeben. Ich frage, ob es noch geht, Zeugen, die nicht verheert wurden in Angelegenheit Brunner, und die sind 70, 80 und die möchten noch Zeugenaussage geben über Brunner, damit die Sache verstärkt wird und noch einmal ein Druck. Es sieht ausgewählt, der Druck aus Deutschland. Deutschland will ihn haben, Frankreich will ihn haben, die Tschechen wollen ihn haben, die Ungarn. Und die österreichische Juden hat er doch deportiert. Das war doch der Brunner, weil der Eichmann war in Berlin und da und da und mehr. Wie weit das? Können Sie den Akt aufmachen? Das ist alles bei der Justiz, Landesgericht für Strafsachen. Wie zum Beispiel, wenn ein neuer Zeuge kommt und sagt, ich habe was zu sagen. Um 12 habe ich ein Treffen mit dem Hofrat Dr. Martin Vogel. Mhm. Wenn er will, eine Zeugenaussage, muss er bei der Justiz oder bei der Staatspolizei. Wir müssen sicher mit der Justiz Kontakt aufnehmen, Verbindung um zu sehen, ob es hier eine anhängige Sache gibt. Wer verfügt bei dem Akt von Brunner Alois? Gehe ich hin? Oder soll ich können auf alle Fälle beim Landesgericht für Strafsachen bin. Aha, da nicht bei der Universität. Landesgericht Strafsachen. Hinter der Universität. Aha, dort wäre es. Im 8. Bezirk. Was ist Ihre Meinung? Was soll ich dem Wiesenthal sagen, wenn wir uns da beraten, noch einmal in den Akt Brunner Alois? Das heißt, wenn das Justizministerium sie anruft und sagt, nimm die Zeugen auf, macht sie das. Dann machen wir das. Auf Initiative selbst. Früher, das Justizministerium müsste den Auftrag geben, der Staatspolizei, um die Zeugen zu verheeren. Oder wenn sie sagen, nein, wollen richtig, sie selbst verheeren. Richtig, das muss ein anhängiges Verfahren geben und wir müssen einen Auftrag bekommen und dann werden wir natürlich tätig. Wann war das letzte Mal, dass man hier gegen Nazi-Kriegsverbrecher verhehrt gemacht hat, mit denen und mit den Zeugen? Wann war das letzte Mal? War das nach dem Eichmann-Prozess 60, 62? Das war der... Ich kann das nicht genau. Das ist nicht in eurer Zeit. Was? Ist es nicht. Das heißt,
In ihrer Zeit waren überhaupt nicht keine Akten gegen eine Anzeige von Kriegsverbrechern, die zu verheeren und zu erforschen. Das Einzige, was fallweise noch passiert, weil das habe ich vor einem Monat in meinen Aktenvorgängen gehabt, dass vom Gericht, das war vom Kreisgericht Wiener Neustadt, ein Ersuchen, den Aufenthalt eines ehemaligen Kriegsverbrechers auszuforschen. Der ist ausgeschrieben in den Fahndungen, aber natürlich, das ist mehr oder weniger nur immer wieder eine Routineakt von der Justiz, nachzuschauen, kann man noch irgendetwas in Erfahrung bringen, aber das verläuft natürlich. Der konkrete Fall ist ein 1910 geborener, also der ist wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Kann also sein. Wenn er Phänomen ist für den Wiesenthal, ist er 91. Ja, okay, dann hat das also, wissen Sie, aber sonst ist er hat nicht einmal Zeit. Nicht mehr. Der Wiesenthal hat nicht einmal Zeit zum Sterben. Warum? Wenn ich rufe ihn mal an, schon ein Berufskollege, sagte, wir haben ausgemacht um 10, bis 10.30 habe ich Television, muss nur 10.30 kommen. Das heißt, aber so viel Television, jeder hat keine Zeit zum Sterben. Und das heißt, es gibt den Menschen Kraft und Mut, weil jedes Mal wird er aufgefordert, etwas zu erzählen. Und also, gesagt. Also der gute Rat ist, an Landesministerium zu erfahren, wo was ist, dann werden wir das machen. Mein besten Dank, meine Herren. Und bis zum nächsten Mal. Ja, auch alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja, gerne. Auf Wiedersehen. Wann besuchen Sie Israel? Wenn es geht. Okay. Ich danke mal nochmals, dass Sie mich empfangen haben. Doch. Gerne. Wo ist die? בבניין הזה מאחוריי, ברחוב דויטשמייסטרפלץ 2, עבדתי, זה היה משרד הביטחון של האוסטרים בוויינה בחיפוש רוצחים נאצים. בשנים 1946-7-8 הכנסתי כ-250 רוצחים נאצים לבית סוהר, 66 מהם הרוסים לקחו אותם בשנת 48' והביאו אותם לסיביר. נוסף לכך, בשנת 1948 האוסטרים דרשו וציוו עליי להפסיק להכניס לבית סוהר רוצחים נאצים בני אוסטריה שהיו השוץ פוליצאי והם היו היום משנת 46-5-6 משטרה פעילה באוסטריה והם לימדו את השוטרים הצעירים את המלאכת איך להיות שוטרים. זה מאותם השוטרים שפעלו בפולין, אוקראינה, רוסיה ובכלל בהריגת יהודים, בהריגת רוסים וכל מיני אנשים והם היו פעילים ועל כך אני אספר במיוחד באטלייר בחיפה. העיקר אחרי 50 שנה, ביוני 2000, חזרתי לוויינה, וממקום למקום אני בא ומספר את הסיפור. עכשיו ביקרתי בבניין החדש של משרד הביטחון האוסטרי, ודיברתי עם הבוסים שם הממונים.